Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Rülpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir unbedeutende Nebenaufgaben gemacht. Wir haben so einen Freezer-Soldaten hier eine Mission angenommen und ja, für ihn haben wir Freezer erledigt. Apropos Freezer, wir müssen mal den ja kurz ansprechen und den als unseren Meister machen. Weil mit ihm bin ich sehr kurz davor. Oh, sorry. Normalerweise würde ich meine Prüfung durchführen und dich genauer durchleuchten, aber hier sehe ich dazu keine Veranlassung. Das bedeutet, ich größtes Stück auf dich halt. Oh, ich wusste mich nicht erwähnen, dass ich hohe Erwartungen an dich habe. Okay, gut. Weil mit ihm bin ich so gut wie fertig. So, folgendes. Wir machen jetzt Songon und wieder als Meister. Dann habe ich noch die Dingens gefunden, die da hinten, da sieht man die schon. Eine neue Expertenmission, die ist schwarz. Die müssen wir fertig machen. Alle Schwarzen müssen fertig gemacht werden. Was? Falls euch der, ach ja, übrigens, in der letzten Folge haben wir, ach ja, habe ich schon gesagt, boah, ich komme voll durcheinander. Oh. Wir haben, wer seid ihr denn? Ich bin der Krieger Gerechtigkeit, der den Schwachen hilft und den Bösen bestraft. Ich bin der große Simon 3. Weißt du, ich unterscheide mich mal. Ich brauche intelligente Bewanderer, ich brauche eine Elite-Pose. Irgendwelche Ideen? Ah, hallo, komm mal her. Die Elite-Pose habe ich. Großer Tireman. Oh, was ist das denn, diese Pose jetzt gerade? Du wirkst wirklich elitemäßig, gefällt mir gut. Ich habe die Pose von, ich habe die Pose von 1 übernommen, ohne es zu merken, aber ich denke, die Kombination wird gut klappen. Was willst du von mir? Verzeih niemand, der in ein Land großes Böse an. Ich bin der große Tireman 4, so werde ich mich zumindest nennen. Was nennt sich jemand großer Tireman 3? Also ich bin nicht Nummer 4. Mir fehlt die ideale Pose, wenn man Entscheidung will. Du musst Stärke wählen, also wie bei einem Weltmeister. Kennst du irgendeine Pose für mich? Damit können wir bestimmt halt einige auch alles machen. Mr. Satan. Muss das Heimen 2. Okay. Sieht aus wie wieder. Jetzt von der Pose von 2. Ich versuche die Pose von 2 zu kopieren. Wow, sie gefällt mir. Was ist sie? Ich habe danke für deine Hilfe. Ja, sucht ihr euch die ganze Zeit und ihr seht nicht, dass ihr hintereinander steht. Was für ein Scouter? Ja, nicht schlecht. Sind auch in Grün. So, mit den Posen werden wir dann irgendwann da diese einen Typ machen. Aber erstmal will ich hier meine Sachen erledigen, die ich vorgenommen habe, damit wir auch was erreichen und so. Cool. Ja, Songon und wieder. Aber ich bin jetzt auf dem Maximum, glaube ich. Brauchst du etwas? Seid meine Meister. Ah, verdammt. Warte mal. Also, ich weiß, wir drücken die Daumen. Warte mal, Taco der Destroyer. Kann ich auch Dingens hier lernen, ohne dass ihr meine Meister seid? Warum möchtest du arbeiten? Aber dann kann ich diese Titel und so nicht bekommen, ne? So, ich muss mit euch reden. Das ist von großer Wichtigkeit. So, seid meine Meister. Bei Videl und mir. Wir gehen am Wettel. Damit ich eure Titel und so bekomme. Das, wenn ich hoffe, ich die brauche, aber. Ich also erstmal sehr, hast du mich an das Michael, als ich noch nicht im Kämpfen gewöhnt war. Du entdeckst zwar allmählich ein wahres Potenzial, aber du bist noch nicht sicher, in welche Richtung du gehen sollst, oder? Darum suchst du hier nach einem Lehrer. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich glaube, ich bin der Einzige, der dieses Gefühl versteht. Darum habe ich so schnell auf deine Bitte geantwortet. Ich spüre etwas, wenn ich dich ansehe. So, schon bald wirst du in ernste Angelegenheit verwickelt werden. Aber es ist kein Problem, wieder, und ich werde alles tun, um dein wahres Potenzial in dir zu wecken. Im richtigen Training wirst du dich jeder Herausforderung stellen, großartige Dinge bewerten können. Naja, ich habe schon viel zu viel geredet. Lass uns mit dem Training anfangen. Ja, Videl darf gar nichts sagen. Du dir ist immer so hart. Ich kann nur staunen, wie schnell du besser wirst. Als Zeitsoldat hast du die große Verantwortung, die Zeit zu schützen. Das bedeutet eine Menge Druck, aber du bist einer unserer besten Schüler. Ich weiß, dass du das nötige, die nötigen Fähigkeiten hast, jede erdenkliche Situation so besteht. Also lass uns mit dem heutigen Training anfangen, damit du eine Mission erfolgreich bestreiten kannst. Ich sehe, dann denke ich dran, wie Videl mit Son Goten trainiert hat. Ja, ich konnte nicht glauben, wie schnell er damals das Fliegen gelernt hat. Es war schwer, aber dank deiner Hilfe, Son Gohan, konnte er so stark werden. Dürfte ich als Dank schon irgendwann mal ins Kino einladen? Ich meine, du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Ja, klar, danke, gehen wir. Echt? Natürlich, oh, ich weiß, du sollst mit uns kommen. Son Gohan, du Idiot, vergiss es, du bist nicht mehr eingeladen. Was? Ich gehe mit dir, nur wir beide, das wird lustig. Wieder, bist du verrückt, was wird denn aus mir? Was? Okay. Ja, Gerechtigkeitssprint. Warum nicht? Habe ich ein Date jetzt mit Videl? Was? Sie hat die gleiche Frisur wie ich.
Übrigens, der letzte und der vorletzte Part sind alle am 24. aufgenommen. Also fröhliche Weihnachten hätte ich vielleicht mal im ersten Part, den ich heute aufgenommen habe, machen sollen. Ich bekomme alles Videls Fähigkeiten, ne? Oh, ehrlich? Ehrlich? Oh, das hat ein geiler Angriff, ey. Ich komme ja gar nichts damit hin. Super. Sehr gut. Ja, sonst fällt sie, glaube ich, noch. Bist du nicht ein Meister hier? Wie der ist ein Anagramm für Devil. Das ist mir voll spät erst aufgefallen. Ich meine, Mr. Satan, Videl, Devil. Diablo, heißt jemand Diablo? Olobliat, irgendwie sowas. Bei der Soldatenakademie geschieht was. Was? Wow, du bist mittlerweile ganz schön stark und ich dachte, ich würde da trainieren. Sehr beeindruckend. Du kannst den Gerechtigkeitsspind nutzen, um dir den Nahkampf einen Vorteil zu verschaffen. Übe ihn jeden Tag, damit du auch einsetzen kannst, wenn du den Kampf wirklich brauchst. Ich glaube, das wäre alles für heute. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Okay, hier passiert irgendwas. Was passiert denn hier? Hallo André. Was? Geh rein. Also die Soldatenakademie hier, oder? Ich bin überrascht, dass du also unterrichtest, hast du dich nicht vom Kämpfen zurückgezogen? Hey, als ich herkam und diesen ganzen Krieger sah, erwachte wieder der Kämpfer in mir. Galen und ich haben uns nach und nach von der Kampfszene verabschiedet, aber du hast immer weiter trainiert, oder? Genau, ich weiß, dass ich es mit dem Namekian aus Saiyajin nicht aufnehmen kann, aber ich will meine Grenzen ausloten. Hey, tja, mittlerweile dürfst du der stärkste Erdling sein und ich muss zugeben, dass das schon weh tut. Du könntest das immer noch weitermachen. Und wo wir gerade von stärksten Erdling reden, sollten wir Krillin nicht vergessen. Ja, Krillin ist stark, aber ist er wirklich noch wirklich ein Erdling? Was redest du denn da? Natürlich ist er ein Erdling, richtig? Einerseits hat er nicht mal eine Nase, eine Untenschnelle drei Augen. Wo wir gerade beim Thema sind, du hast drei Augen. Bist du sicher, dass du nicht auch ein Außerirdischer bist? Der Grund ist... Das muss bedeuten, dass ich immer noch der stärkste Erdling bin. Ha, das hätte ich wohl gerne. Ja, dazu kann ich nur wenig sagen. Ja, Tenshinhan ist erleuchtet. Das ist irgendwie die Erklärung, glaube ich. Was auch immer das bedeutet. Boah, was zum Teufel. Was auch immer das bedeutet, weiß nicht. Tenshinhan hat den Sinn des Lebens entdeckt. Mache aus Dreiecken Quadrate. Was? So, was bist du? Toll, deine Punkte sind wirklich bemerkenswert. Ich habe dich unterschätzt. Ach, bei dem muss ich doch 10 Dinge erledigen. Ich möchte das hier als Entschuldigung geben. Mumienkostüm. Oh. Irgendjemand ist immer besser, ja. Und das bin ich. Lucifer, der Gott. Okay, dann weiter. Ich sehe schon, wie du dich sehr entwickelt hast. Aber ich werde heute eine neue Technik bringen. Die nennt sich Falkenangriff. Hier war sich mein Stumm. Angriffsfähigkeit, mit der du eine große Strecke zurücklegst. Eigentlich trainieren wir ja nur unter Videl, habe ich das Gefühl. Während du stürmst, kannst du außerdem noch weiter Angriff ausführen. Sag Bescheid, wenn du die Technik lernen möchtest. Ja, oh, ich konnte ja mal wie schnell. Ach so, ja. Das haben wir doch schon. Ja, verdammt, ich habe schon wieder ein Date mit Videl. Oh, Kaio-Klasse. Okay. Aber mal wieder ein paar Meister aus dem Weg geräumt, bald. Oh, mehr oder weniger. Mission 2. Soll ich beide kämpfen? Nee, jetzt guck nur wieder zu, glaube ich. Welchen Move, den du mir gerade gezeigt hast. Und mal, welchen habe ich jetzt zum Falken angegriffen, ne? Ja, der Kampf ist auf, den kenne ich. Boah.
Übrigens immer noch nicht Son Gohan in seinem blauen Klamotten freigeschaltet. Achso, ja, aber ich habe ja nicht. Ich hab nur Ultimate. Boah. Der Mystic Gohan. Ultimate Gohan. Da ist er erst nur seit der Videospielszene so. Auseinandersuchen. Was? Er ist verschwunden. Was von der Ultimate lerne ich hier? Lerne ich von dir Super Kamehameha, das wäre geil. Okay. Okay, Falkenangriff gelernt. Adlerangriff, Falkenangriff, Storchangriff, Storchschlag, Rabenangriff. Ja. Jetzt den Falkenangriff perfekt ein. Ich wusste, dass du es schaffst. Ja, es war großartig, aber jetzt werden wir nicht überheblich, nur weil du es einmal geschafft hast. Über die Technik jeden Tag, damit du sie auch in den Kämpfen einsetzen kannst, okay? Aha, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Gut gemacht. Wir sind füreinander bestimmt. Also bisher geschafft. Heute lernen wir unsere nächste Technik, die Gerechtigkeitskombo. Diese Technik ist sehr mächtig und sie ist im Nahkampf extrem nützlich. Das nützliche Satemba-Angriff ist so schwer, sie zu meistern. Wir zwingen dich nicht, aber wenn du willst, bringen wir dir diese Technik bei. Ja, wenn das so ist, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Kennst du den großen Saiyaman? Das ist die richtig coole Held, der gegen das Böse kämpft und seine Stadt bestürzt. Ich kenne ihn sogar und er sagte, dass er dich beobachten will. Warum? Natürlich, um deinen großen Saiyaman 3 zu werden. Wenn du Interesse hast, lass es mich wissen. Das läuft unter uns, okay? Ein Held darf seine wahre Identität niemals preisgeben. Okay, kein Super Kamehameha. Boah. Für wen lerne ich denn das dann? Heldlichen Gottklasse. Habe ich das schon? Superklasse, was? Boah, ich glaube, Gottklasse war da vorne. Keine Ahnung. Aber egal. Okay. Ja, schnell Nahkampfangriff. Sie ist ein bisschen schwer zu verteidigen und da besser für Kombos geeignet. Du hast meine Frisur geklaut, wie kannst du es wagen? Eigentlich umgekehrt, aber. Oh, okay. Ich habe gar nichts gesehen, ey. Ich habe eine Textbox von mir aufgetaucht und hat mir gesagt, was ich machen soll. Ups. Wo ist die hergekommen? Wenn ich nicht in Super Zeichen, okay? Okay, weiter. Oh Gott. Au. Oh. Ich hatte, der geht sogar extra zurück, ne? Was für ein Drecksack, Mann. Alter, Son Gohan, ehrlich. Alter, willst du mich verarschen? Alter, hörst du jetzt auf? Lass mich. Dann nicht. Boah. Dann komme ich zu ihnen hin und dann. Boah. Ich hatte diesen Kampf hier, wenn die Gegner machen. So. Wow. Oh, sehr gut. Nein, das hat mich natürlich nicht erwischt. Nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Oh, ey. Mal geh weg, ich will. Verdammt nochmal besiegen. Muss ich natürlich wieder damit erledigen. Ja. Ja, du kommst jetzt auf mich zugedüst, ne? Oder nicht? Dorf. Ist die Fähigkeit von Videl, ne? Ich meine nur Videls Fähigkeiten hier gelernt. Ja.
Okay. So wie dich. Geil. So, die Fähigkeiten sind jetzt nicht so dolle, finde ich. Aber okay. Aber wir haben sie, und das ist das, was zählt. Ich bin überrascht, dass du die Gerechtigkeitskommission so schnell gelernt hast. Ich selbst habe sehr lange dafür gebraucht. Was eindeutig ein Talent für. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte. Diese Technik nützt dir im Nahkampf. Sie ist ein Tempoangriff, sodass du mit dir einen Gegner schnell besiegen kannst. Setz ihn im Kampf ein, wenn du kannst. Aber denk auch an dein Training, okay? Ha, erwischt. Ich habe dir jetzt alles beigebracht, was wir wissen. Jetzt musst du diese Technik noch meistern. Trainiere jetzt deine Stärke, um den Frieden zu bewahren. Das war gut heute. Du hast sehr hart gearbeitet. Kannst stolz auf dich sein. Gute Arbeit. Ja. Hier mich auch. Okay. Dann holen wir uns nochmal Freezer hier als Meister. Also warte, ich teleportiere mich da hin. Nanu. Nee, Natu. Oh. So, Name gebe ich jetzt, glaube ich. Wupp. So. Da holen wir uns jetzt einfach nochmal Freezer als Meister für die nächste Mission, für die Expertenmission, ja. Und dann haben wir, weiß ich nicht, wahrscheinlich den Balken voll. Ja, der ist ja schon so die voll. Teil ist am Arbeit voll. 47%. Was? So, dann gehen wir zur Expertenmission da hinten. Boah, wenn wir schaffen, vielleicht noch eine Zeitpatrouillen-Mission. So, wir müssen, habe ich schon gesehen, gegen Kid Buu kämpfen. Wer? Gesamtes Team unter Gedankenkontrolle. Nein, Regen der Wut. 8 Minuten. Ah, okay. Ich mal sehen, ob ich schon ein paar Charaktere freigeschaltet habe oder so. So, ha, wir haben die Vegeta hier, ne? Ja. Wir haben die Super Saiyan Gods freigeschaltet. Wer fehlt hier noch? Kid Goku aus GT oder so. Ich nehme natürlich mich. Gut, ich liebe es, wie sich so die Charaktere, wie sich hier die Dinge füllt hier. Die Auswahl der Charaktere, das ist irgendwie so richtig geil immer. So, weiß ich nicht, so Anime spielen, so Dragon Ball Z oder Naruto oder so. Der schlimmste aller Majin. So, endlich mal wieder meine Fähigkeiten. Oh, ich bin noch verwandelt, sehr gut. Und geh weg. Oh, sehr gut. Oh Gott. Man, ich wollte nicht den machen. Geh ruhig auf den los, ne? Ich bin hier hinten. Pass auf euch auf. Die sind alle Level 82. Oh nein. Ja, das geht natürlich nicht. Die sind ja alle. Oh, sehr gut. Ich habe auf dich drauf geschlagen, Mann. Boah, wie viele jetzt hier schon wieder? Warum bin ich jetzt schon wieder zurück verwandelt, ey? Alter, geht weg von mir. Ja, ich schon, ich hab die Dinge jetzt. Mal weg von mir. So. Puff. Bin im Sieg, ne? Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag auf euch hier drauf ballern.
voll an wie ein Dragon Quest hier, die Musik. Ist voll Dragon Quest die Musik. Wach auf! Ich tue ich mal mit meiner Ultimate so kurz aufwecken. So, irgendeiner muss auf den mal los, sonst geht uns die Zeit flöten. Also cool. Ich kann mich teleportieren, was machst du? Oh Gott, der teleportiert sich auch neu. Au. Kann ich überhaupt Items einsetzen? Nee, ne? Boah. Und zack, und zack. So, okay, der ist auch wieder belebt. Also außer Kontrolle gebracht, meine ich. In Kontrolle gebracht, meine ich. Ist schon. Nein, ich schon wieder. Ah, okay. Ich dachte, jetzt macht er schon wieder Gedankenkontrolle oder so. Alter, macht der Schaden. Na, da auf mit so Bällen, um mich zu werfen. Wie wird ausgewählt sowas? Wasserkleidung. Oh, sehr gut. Was? Hilft mir jemand? Nein. Nein, niemand hilft mir. Nein, niemand hilft mir. Ja, ich, wenn ich gegen meinen Dings hier kämpfe, gegen meinen Verbündeten, ist glaube ich ein bisschen besser. Boah, ich finde das so scheiße, dass ich mich immer zurückverwandelt. Man ist so schwach. Müsste doch ich sei stärker. Sehr gut. So schnell befreit man sich, Leute. Was hat ihr eigentlich so Probleme? Nur 4 Minuten, ey. Komm mal, alle her. Ja, von abgeht. Was Kid Bo? Feinde schwach, will mich verarschen? Hey, du hast gerade Ausdauer dazu bekommen, was? Nein, nicht schon wieder. Hilf mir jemand, hilf mir jemand. Hilf mir jemand. Wird einfach scheiße. Ey. Muss ich mich schon wieder kaputt hauen? Egal, geht irgendwie so schnell als... Weiß ich nicht. So macht man das. So schnell tut man sich befreien. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Zeit verschwenden, euch hier befreien. Ich habe mich leider schon mal angegriffen. So, ha. So. Muss ich das hier machen mit dem? Aber was war das denn? Nein, nicht schon wieder. Ey, was soll denn der Scheiß? Boah, jetzt kann ich schon wieder gegen mich kämpfen. Ey, was ist denn das? Ich weiß. Boah, jetzt voll Zeit flöten. Was? Boah. So. Mach eine, jemand muss Kid Buu erledigen, Mann. Oder 2 Minuten. Ich bin ja nicht schon wieder in Gedankenkontrolle und so. Aber das ist, weil ich zu nah dran bin, immer, ne? So, sehr gut. Oh Gott, wer macht das? Das zieht voll viel ab. Komm. Ah. Und ich will da gegen so einen Affen oder so kämpfen. Wir sind einfacher. Aber ich habe gerade keine Dingens.
Na schon, halt dir mal das Ding auf. Oh, ich glaube, wir werden verlieren. Halt dir mal das Ding auf, Mann. Feuer mal jemand da drauf, Mann. Ah! Oh, sehr gut. Zurück am Absender. War es das? Oh, sehr gut. Oh, das war hektisch. Ja, aber ich muss das noch mal machen. Verdammt. Weil er eine Fähigkeit noch hatte. Ich haben möchte. Und jetzt mit Freezer voll. Habe ich nicht hier, ne, in dem Part. Ja, haben wir auch das erledigt. Ausgezeichnet. Was willst du denn? Ich dachte mir schon, dass du erkriege, aber ich nicht suche. Wieder hält fort ihr. Du hast den Zeug dazu, diese Verzeihung zu operieren. Danke für deine Hilfe. Okay. Geringer Kostüm. Das ist bestimmt für Namekianer. Ich bin der Mächter dieses Gebietes. Wir brauchen eine Stärkung, diese Verzeihung zu reparieren. Ja, dann machen wir. Wir haben jetzt keine Zeit mehr für irgendwas. Aber wir gucken mal, ob wir das hier mit den Posen ja machen können. Ja, was ist mit dir eigentlich nochmal? Halt, halt, du musst keinem was sagen. Ich weiß genau, was du mir sagen willst. Du hast Hunger, stimmt's? So. Weiß nicht, was für eine Pose ich dir zeigen soll. Ich habe hier eine Menge Posen. Nein, okay. Mit großer Iron Man 2. Hallo? Wo ist Iron Man 2? Hallo? Ja, ich muss mal ausprobieren. Nein, okay. Was? Ja, was ist denn deine Pose, Mann? Ich wäre, damit schaust du jetzt nicht mal ins Teilekommando und schon gar nicht bei uns. Ja, vielleicht muss ich bei denen erstmal anfangen. Wer ist Heino? Keiner von euch. Oh, da bist du auch wahrscheinlich. Hey, freundlich und freundlich. Kooperierst du? Keine Ahnung. Ich werde schon herausfinden, was das ist. Also nicht verraten. Hey, was ist denn? Ma. Mit der Bedrohung für Content City will ich verarschen. Ja. Meine Meinung ist nicht auf, nee, du hast nicht Spaß. Na, ich will sie gerne wissen, ja. Leute. Wo muss ich anfangen? Mit welcher Mission? Mhm. Mit welchen Typen? Wenn wir jedenfalls in meine geliebte Teile wollen, da ist er sei niedergeschlagen. Er muss ihr etwas angetan haben. Mhm. Dass wir Probleme ohne Probleme können. Wo ist ein Teino? Oh, du hast die richtige Gabe. Willst du eine Zeit sein? Du sollst dich Teino kommen. Ja. Wo ist ein Teino? Ich kann ihm an, der so heißt, Mann. Hier oben, ja. Keine Ahnung, guck mal, was wir in der nächsten Folge machen. Habe ich mit Freezer jetzt überhaupt Maximum? War ja. Okay, dann machen wir weiter. Nicht parallel Quests, nehme ich an. In der nächsten Folge mal schon, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2.
ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.